Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit den Rufaufgaben bei Frau Drake am Mittwoch. Was denkst du, Manuela? Wie viele Faulpelze kannst du bei der Grabungsstelle Delta finden? Weißt du was? Du bekommst einen Bonus von 100 Jorvik-Schillingen für jede Person, die gefeiert werden kann. Reite sofort zur Grabungsstelle Delta. Ich werde mich kurz halten. Hole Mineralproben von Grabungsstelle Delta und bringe sie sofort zu mir. Wir müssen so schnell wie möglich etwas Wertvolles finden. Sonst wird mich die GD-Leitung feuern und dann wirst du auch gefeuert. Das würde nicht schön für dich werden, glaub mir. Du glaubst, dass es das Beste ist, die Proben zu Hermann zu bringen. Ohne Ergebnisse können wir bald den Notstand einberufen, Manuela. Gib dem Chef der Grabungsstelle Delta diesen Brief. Ihm muss ein bisschen Druck gemacht werden, sehr viel Druck. Also krass, wie viele Rufpunkte das jetzt gibt, wo ich das damals mit Celine gemacht habe, musste man das richtig, richtig viele Tage machen, weil es nicht viele Rufpunkte dafür gab. Und jetzt kriegt man das ziemlich schnell fertig. Ich meine, es gibt pro Aufgabe 100. Los. Naja, die haben halt vieles verändert und vereinfacht. Bisschen gemein ist es ja schon für uns, also für die, die halt damals wirklich lange für die Rufaufgaben gebraucht haben und jetzt brauchen die anderen halt nicht mehr wirklich lange, weil halt so viel Ruf pro Aufgabe verteilt wird, sage ich mal. Es ist schon ein bisschen blöd für die, wie mich, die halt damals wirklich lange an so einem Ruf gesessen haben. Ein Brief von Frau Drake? Uff. Lies. Ich schwöre, ich werde härter arbeiten. Ich werde meine Männer antreiben, bis sie umfallen. Bitte, sie sollen nicht meinen Hund entführen, um ihn als Versuchskaninchen ans Heim für schwer erziehbare Katzen verkaufen zu können. Wow. Die Frau arbeitet auch mit allen Tricks. Ich werde mal eben schnell zu Hermann zum Jorvik-Stall reiten, wo wir die Mineralien abgeben müssen. Und wir sehen uns dann dort. Und da sind wir schon. Gut, Manuela. Es war richtig, mit den Proben zu mir zu kommen. Lass mich sie austauschen. Komm bald wieder, sodass ich dir gefälschte Proben für Frau Drake mitgeben kann. Oh nein. Das ist echt nervig, also dass man einfach so ohne Grund irgendwo stehen bleibt. Das habe ich immer noch so häufig und ich glaube, dass ihr das bestimmt auch kennt. Also ich habe viele Freunde, die sagen, oh, ich bleibe auch ständig stehen und es nervt. Als wäre da so eine unsichtbare Wand.
niemanden zu feuern, das ist ein Skandal. Aber es wird wohl stimmen. Immerhin hatte ich dir einen Bonus versprochen, falls du jemanden findest, den wir feuern können. Ich weiß nicht, ob du die richtigen Voraussetzungen für diese Stelle hast. Ich für meinen Teil finde immer jemanden, der gefeuert werden kann. Damit wäre das Video auch vorbei. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.